Miau, willkommen zurück zu Stray. 2, 5, 1, 1. Jawohl. Beobachtungen hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Okay, good to know. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zurück sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Tja, und die kleinen Zwergs in den Gläsern, sind sie nicht niedlich. Naja. In der Kiste war gar nichts drin. Die durften wir einfach so hier runterschmeißen. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Nein, aber ich schätze, da müssen wir das noch. Das war nur zum Übersetzen. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, ein kaputter Peilsender. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du bleibst eine Wache für die Zurks, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Okay, cool. So, wer könnte uns damit helfen? Vielleicht der Techniktyp. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie ich zu dem ITler komme. Jetzt waren wir da auch schon so lange nicht mehr. Für ihn habe ich noch zu wenig. Also ich möchte auf jeden Fall mal noch die Automaten finden, aus denen wir noch die Energy Drinks bekommen. Ja, da ist auch leer. Oh, den kennen wir noch nicht. Jauxi, schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Sollst du mal den Tauschhändler besuchen, da gibt es für jeden etwas. Nein, danke, ich habe keine Lust. Na gut. Hier ist auch kein Automat und es geht auch nicht weiter. Hier war nur der Safe. Okay. Dann schauen wir mal.
ist mit deinem Automat? Sieht aber auch leer aus. Ist ein Schloss vor. Da ist die Omi. Das war das doch, ne? Ja. Danke. Haben wir hier alles gemacht? Weil wir jetzt das letzte Mal so viel übersehen haben, bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube schon. Wir waren auch auf dem Klavier. Wie sich gehört. Miau. Ich habe was zu reparieren. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila! Juhu! Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke. Mal alles umschmeißen. Hier macht uns keiner auf. Na gut. Ich überlege gerade, wo wir noch was Nützliches finden können. Ich sehe auch keine Automaten mehr. Hier geht es bestimmt dann in die Kanalisation. Klingt auf jeden Fall schon so danach. Mit dem Gluckern. Ankündigung, suche jemand, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pints Schuberöl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Können wir darüber mal mit dem Wächter reden? Wir können das bestimmt bewachen. Das nicht mitgenommen, von daher weiß ich nicht, wie wir das machen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wo ist denn jetzt Seamus? Scheiße, wo war der jetzt? Ah, Mann, ich verlaufe mich hier aber auch die ganze Zeit. Wie kamen wir zu dem? Ist das schon wieder verlaufen? Das gibt's nicht. Da ist auch keine Tür mehr übrig, an die ich irgendwie dran kann. Da kamen wir gerade.
Wo will ich jetzt hin? Verdammt. Da? Jetzt sind wir in der Bar. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Nicht, dass wir hier noch was vergessen hätten. Karl haben wir auch schon geredet. Die Billardkugeln liegen wieder so wie vorher. Ich weiß nicht genau, was sie hier von uns wollen, aber wir kriegen wahrscheinlich nur ein Achievement, wenn wir mit Q was einlochen. Nicht so wie beim letzten Mal. Ja. Ah, okay. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seamus etwas Interessantes gefunden? Das ist eine ziemlich fortschrittliche Technologie hier. Okay. Mehr erzählst du mir nicht? Kann das Spiel mir nicht mal eine Map geben? Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Sie ist eine dieser neuen Spielkonsolen. Nein. Willst du etwas? Sofort aufgehört. Oma hat mir diese Schar gestrickt. Ist der nicht wunderbar? Sie macht das so gut. Okay. Ja, Oma macht das wirklich alles super. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt hin muss. Scheiße. Wir sind doch nicht so weit gelaufen letztes Mal. Das kann doch nicht sein. Aber alle Türen sind verriegelt. Okay, keiner kann damit was anfangen ansonsten. Mal mit Oma reden. Und gefällt dir dein neues Outfit? Ja, Oma ist süß. Oh, muss ich lang? Die Katze hat sich wieder verlaufen. Ach, das war das kleine Loch irgendwo. Jetzt erinnere ich mich aber. Wo hat er uns das denn freigemacht? Ich suche die ganze Zeit nach den Türen. Da! Gott sei Dank. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Ja. Du hast es geschafft, du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir raus, wo mein Papa hin ist. Okay. Ja, da war das kleine Loch in der Wand. Guck nicht so böse.
Das muss sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Ist gefährlicher draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Lass mich doch allein gehen, Gottes Willen. So, wir sind raus. Oh, er kommt wirklich mit. Bisschen Sorge um ihn jetzt. Sieh dir all diese Zurkeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurks werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltler-Abzeichen. Ich werde dir die Tür öffnen. Oh je. Da sind wir. Okay, das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Ich bin gespannt. Ich liebe das Setting immer noch total. Wollte schon sagen. Okay, ich mache an dieser Stelle mal einen Cut. Diesen neuen Abschnitt schauen wir uns morgen nochmal an, in der letzten Runde für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ich würde mich sehr über einen Kommi freuen. Bis morgen.